Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Arsch, Thüringen. Wir sind noch in Thüringen. Wir machen jetzt weiter mit Düngen auf Feld Nummer 13. Ich will mal ganz kurz schauen, solange wie der noch Rest drin hat, den noch verarbeiten, dann nachher rausnehmen. Den roten hatte ich schon mal umgestellt nach vorne, dass er vorausarbeitet. Und wenn der weißen fertig ist, dann fahren wir den letzten hoch. Also sobald alle ist. Ne? Ja, Mehl können wir noch verkaufen gleich. Dann machen wir gleich leer. Alter, was läuft leer und dann werden wir gleich verkaufen. 9000, das können wir gleich machen. Das dauert noch ein bisschen. Weil der fährt jetzt hier hoch und mit dem Rest hoffentlich reicht das aus bis da. Und der macht den Rest fertig. Und der ist hier gut mit durch, beschafft. Also. So. Laufen wir nach vorne und verkaufen entsprechend hier die Milch. Kann ich vergessen, ne? So. Den guten Preis. Maximal. Und. Bestätigen. Bisschen Milch war drinne gewesen. Oh, oh. Aber wie gesagt, da ist ja hier mehr pflanzliches, fleißiges Hin und Her. Ne? Holzbalken, wer braucht dann sowas? Schweine voller Dünger, Strohpellets, Streusalz, Hackplätzchen und Schweinefutter, Rindermulch, Leerpalette. Baumwolle, Flüssigdünger, Diesel, Milch, aber wie gesagt teuer. Aber Milch ist nicht mehr so teuer. Tja, das ist vorbei mit Dünger teuer, ne? Wenn viele verkaufen, dann ist es eher, naja, das ist für den Einzelnen besser, ne? Wenn einer kaufen will, ist aber Milch für 1600 ist schon teuer. Also wenn man dann produzieren will. Ja, man kann es, aber wie gesagt, das ist dann, ob dann der Käse das herbringt, ich weiß es nicht. Ist da auch wieder abhängig vom Preis, ne? Ja, der ist fast leer, das ist günstig. Dann können wir den gleich zum Hof fahren und dann geht gleich ein Auffüllen, aber erstmal nicht. Und das ist nämlich keine Pflegebereifung, das ist eher für Kalk, ne? Dann können wir den Kalk. Den Kack haben wir weggeräumt, brauchen wir nicht einfüllen. Ja, das ist vorletzte Folge. Morgen ist Freitag. Wenn alles klappt, kein Gewitter kommt. Der mein Netzwerk komplett, naja, nicht meins. Meins hat ja funktioniert. Nur vom Anbieter halt nicht. Ne? Und ich hatte den Abend keine Chance. Ich hatte auch den Samstag Vormittag kein Netz gehabt, nicht mal Fernsehen, und da bin ich echt machtlos. Also da hatte ich guckt auf die Rechnung, ob da eine Telefonnummer steht. Ja, Service, eine Internetadresse, wie super. Kein Internet, du wirst dahin, PC hast, kannst nicht anrufen oder nichts erreichen. Ne? Oh, Dünger ist verfehlt. Können wir das vielleicht noch ernten und den Rest behalten, ne? Aber mal sehen, das ist noch ziemlich lange hin. Oh, 40 ist fertig. Der ist... Das ist super. Lassen. Den fahren wir selber zurück. Normal mag das nicht mit Absturz hier. So. Das wird nicht ganz reichen um die Ecke, aber wie gesagt, das ist dann dem Fall egal. Weil wir müssen nicht 100% alles fertig machen. Ne? 94%, den können wir abschließen. Und die 6% schaffen wir auch noch. Das heißt, der hat noch bis zur Ecke und rum. Und hier
Ne, da so rum, bisschen noch. Und dann ist er leer. Und dann ist fertig. Die Ecke jedenfalls. Und der andere fährt jetzt nochmal ein, zwei hoch und dann ist auch fertig. Der macht den 6% alleine. Einen großen Anhänger mit einem kleinen Traktor, ne? Ja, da werde ich mal in meinem Fuhrpark mal ein bisschen umbogeln, ey, irgendwie, ne? Und wenn Felder gekauft sind, die 28 und die 10. Und wir haben da Mittel noch übrig, dann können wir ein bisschen gucken, dass wir im Schnitt stärkere Traktoren bekommen und Pflegebereifung. Dann sind wir auch schneller unterwegs. Von A nach B. So, dann ist er gleich fertig. Und dann können wir sagen, okay, den fahren wir zurück zum Hof. Dann lassen. Den Kurs können wir löschen. Den Rest werden wir wahrscheinlich nicht machen müssen. Bei Missionen ist ja wichtig, dass wir einen gewissen Prozentsatz fertig kriegen. Und das, denke mal, wird der Router eine schaffen. Der hat noch 29%. Müsste reichen. Wir schauen mal, dass wir den zurückkriegen und ja, gewaschen. Nicht umfallen. Waschen und mal reparieren, ne? Das ist eigentlich unser Kalksteuer normalerweise, deswegen hat er ja auch keine Pflegebereifung. Aber wir könnten den umrüsten zur Pflegebereifung bei Bedarf, wenn wirklich die großen Felder wirklich Dünger brauchen, ne? Und das ist heute Nacht wahrscheinlich der Fall. Wird es wachsen und dann können wir morgen ersten Tag nochmal voll Dünger geben. Und wahrscheinlich können wir Unkraut bekämpfen, das kann auch noch passieren. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber den machen wir mal sauber. So mistig aus, ne? Bisschen verdienen können wir noch im BGH, Mist verkaufen noch. Rein theoretisch können, müssen aber nicht. Da sind wir. Waschen vor allen Dingen. Sieht so mistig aus, ne? Naja, mit dem nächsten Regen, ob da einer kommt. Das weiß ich nicht. Kann man sagen. Habe ich so nicht im Plan. War nicht so geplant, dass ich einsteige. Das sieht immer gut aus. Und hinten ein bisschen sauber machen. Muss ja nicht perfekt sein, ne? Aber wie gesagt, das ist. Bei Weiß sieht schon ein bisschen, ne? Nicht schön aus, wenn so mistig ist, ne? Aber Weiß mal gewählt, damit wir auch sagen können, okay, der Kalk kann man erkennen. Das ist der für Kalk gedacht, ne? So, dann ist er wieder picobello sauber, ne? Wenn wir hier sind, können wir gleich mal reparieren. Oh! Beziehungsweise gleich mal den einsprengen, ne? Brauchen wir ja nicht unnötig mehr machen, ne? Der Dünger wird ja nicht mehr bezahlt dann, ne? So, Dünger. Mission. Das lohnt sich. Den fahren wir auch zurück. Aber natürlich Motor anlassen, ne? Den haben wir gut verdient. Gute Dünger muss man auch abziehen, ne? Der muss ja auch vorher bezahlt werden. Richtige Richtung. Jupp.
Ja, morgen ist Freitag. Hoffe ich jedenfalls richtig rechnen. Und dann ist hoffentlich Netzwerk da und Livestream. Gut, es wird nicht immer Gewitter sein. Der Melz war wieder heiß nächste Woche, zum Wochenende. Aber schwere Gewitter in dem Fall nicht. Wärmegewitter kann man nie aufschließen. Ne? Aber heute haben wir genug Regen bekommen. Ich kann sagen, meine Topfpflanzen draußen haben jetzt Wasser genug für 3-4 Tage. Irgendwie wie heiß es wird. Ne? Wenn es zu heiß wird, dann muss ich in 3 Tagen wieder gießen. Zumindest einen Anfang. Ich hatte schon gestern schon Sorgen gehabt, Freitag. Da habe ich mir 2 Gießkannen genommen, also eine voll gemacht, dann noch eine voll gemacht. Und dann habe ich da mal kurz ein bisschen gegossen. Aber die sahen nicht mehr gut aus. Ne? Einige Pflanzen. Ne? Die ließen die Köpfe hängen. Und ich glaube, das muss man mal einklappen. Ja, ja. Ja, und dann habe ich ein bisschen gegossen. Ne? Ein bisschen nicht ganz doof bleiben. Ne? Ich wollte aber auch nicht so viel gießen, weil ich wusste, es gibt Regen und dann hast du gießen umsonst. Und Regenwasser ist besser als dieses Leitungswasser. Muss die nächste Tage mit dem Dünger gehen. Kunstdünger, ne? Also ein Biodünger habe ich da gekauft, mal für Tomaten eigentlich. Aber ich im Tomatenzucht habe ich es aufgegeben. Zum einen lohnt sich das für mich nicht. Entweder du hast keine Tomaten oder zu viele. Und gerade zu der Zeit, wo ich dann eigene Tomaten hätte, gibt es die ganz preiswert zu kaufen, in Anführungszeichen, auch mit relativ hoher Qualität, weil sie ja Sonne kriegen. Ne? Also die Tomaten im Winter, die kaufe ich mir nicht, das ist ja Wasser, ne? Also die haben dann keinen Geschmack, in Anführungszeichen. Ich esse eigentlich immer Obst zur entsprechenden Jahreszeit. Ja, jetzt hatten wir ja Nektarinen dran. Melone ab und zu mal noch, ja. Kirschen werden bald nicht mehr geben. Obwohl die ziemlich teuer sind, aber ich sag mal so, was arbeitet ja, ne? Ich esse gerne Kirschen. Süßkirschen wie Sauerkirschen, esse ich alles. Aber Sauerkirschen kriegst du auch nicht gekauft. Keine gesehen, aber das ist auch nebensächlich, ist auch egal. Aber die Kirschen haben schon einen saftigen Preis, muss man dazu sagen. Gut, sie müssen gepflückt werden, ne? Und der Baum muss das ganze Jahr gepflegt werden, also ist der Preis auch ein bisschen gerechtfertigt. Soll auch dem entsprechend den Bauern oder wer es auch immer ist, der Obstbauer, keine Ahnung, auch gönnt sein, ne? Ich weiß ja nicht, was der Händler noch abfällt und der Staat an Steuern. Das ist ja meistens das größte Problem bei so Sachen. Repariert habe ich noch nicht. Das wollte ich auch noch tun. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Das wollte ich nicht machen. Gut. Lieber sauber. Schauen wir mal, dass wir die Gleitbahn hier vorne reingestellt bekommen. Hier rechts gleich. Neben der Ballenpresse. Also ich stelle mal fest, beim globalen Markt ist verkaufen wieder mehrere. Ne? Also man bekommt keinen Superpreis mehr. Ne? Ich finde aber okay. So, dann wollte ich näher die
Kehrbesen nehmen und dann sprechen wir beim Silo und ein bisschen die Silage wegnehmen, dass man da besser rankommt. Nehmen wir hier den linken gleich nehmen. Hat er verschoben. Weil der kann ganz gut den Mais wegnehmen und dann kann man auch die Silage noch verarbeiten. Machen wir nachher, später. Wenn wir weiter Silage fahren, ne? Aktuell ist eher nicht der Fall. Wir müssen unsere Fahrzeuge zurückholen. Düngefahrzeuge. Und so, ne? Ja, was machen wir mit dem Livestream, ne? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, und das ist noch nicht so weit. Sehr schön, ne? Muss mal schauen. So. Parieren. Und ja, und zurück. Bisschen putzen. Schon böse aus. Sind von 40, fällt 40 wollen wir auch holen. Ja, mal schauen, mal, vielleicht können wir noch eine Mission machen. Am nächsten Tag, heute ja nicht. Ist naja, ist 11. Wir können auf 5 gehen, ne? In dem Fall auf 15, wir wollen eine Zeit ein bisschen aufholen. Weil wir können dann die 1 ein bisschen aufholen. Muss ja nicht. Und auf 1 immer laufen. Das ist ja ganz gut, wenn man mit Zeit da ein bisschen einen Schwung kriegt, ne? So. Sauber. Und bei Feldarbeiten, bei Missionen ist es besser, man hat da ein bisschen mehr Zeit und bevor man da sich was versaut, ne? So, da sind wir wieder. Den werden wir daneben nicht reinkriegen, glaube ich. Probieren wir es sofort sehen. Ich finde immer super, wenn einer mit einem LKW seinen Hänger so reinschiebt, ne? Am besten noch als mit Deichsel, ne? Das finde ich immer. Oder so hinkriegt. Sag mal Talent. Und da, der eine oder andere wird es vielleicht nicht hinbekommen. Ja, warum auch weshalb, keine Ahnung. Wenn man die einen könnte, die anderen könnte es nicht, ne? Aber ist halt so, ne? Man kann nicht alles können. Super, gut hingekriegt. Ich hab nicht gedacht. So, den fahren wir in die Garage. In einer großen Halle. Aber den brauchen wir erstmal nicht. Betone erst. Die anderen beiden Fahrzeuge müssten auch noch hier wieder rein und für die Aussaat. So, jetzt mal gleich kurz rüberfliegen. So 40. Wie gesagt, da muss einmal gedüngt werden und da sogar zweimal. So, liebe Schauer, fast überzogen. Ich sag mal tschüss und ciao ciao. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis morgen. Zum Freitag. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder schön abends erscheint. Und vielleicht überlegen, ob ich da 18 Uhr mache oder mal ein bisschen später. Ich meine, ich muss mal schauen. 18 Uhr ist für viele denken wir so früh. Muss ich mal sehen, wie ich es hinkriege.
ob ich das irgendwie ummogeln könnte. Können schon. Moment. Das ist immer das Schöne, wenn man eine Folge hinterher noch machen möchte. Ne? So, sag mal, tschüss und, tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Tschüss.